Hey ihr, da bin ich wieder. Heute wieder leider ganz alleine, weil der Marlon, mein Neffe, am Schlafen ist, die faule Sau. Aber das macht nichts. Wir werden heute trotzdem zwei Boxen hier auspacken. Einmal die Loot Chest, einmal die Get Digital, so was richtig. Und nur so nebenbei, falls ihr die bei Loot Chest im Shop etwas günstiger haben wollt, dann schaut mal unten in die Infobeschreibung. Da habe ich einen kleinen Community Code für euch und wenn ihr den eingibt, dann kriegt ihr ein paar Prozent günstiger alles und ich habe dann ein bisschen auch was davon, weil wenn ihr, ich glaube, lieber, dass wenn fünf Leute von euch dann dort was bestellen mit diesem Code, kann ich mir auch was Kleines dann da aussuchen. So, genug Werbung gemacht. Jetzt kommt erstmal hier unsere beiden Boxen. Das sind die UD-Boxen. Bei der Get Digital wollte ich eigentlich dieses Upgrade mit dazu bestellen. Das kostet nämlich 10 Euro oder so, glaube ich. Habe ich verpasst. Ich war ein Trottel, habe es verpasst. Habe ich einfach nicht mehr dran gedacht. Aber gut, hoffen wir mal dann darauf, dass da nichts Dolles dann dabei war, weil ich glaube, das Upgrade. Um was ging es nochmal? Rick und Morty? Nee. Was war nur das Upgrade? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich das eigentlich holen wollte und es dann aber halt nicht gemacht habe, weil, naja, ganz einfach vergessen. Schlicht und ergreifend. So, packen wir mal aus. Mit was fangen wir an? Meistens ist in der Get Digital etwas mehr drin als in der Loot Chest. Also fangen wir erstmal mal mit der Get Digital auch an beim Auspacken. Ich habe zu wenig Platz. Merkt das? Ja, ich bräuchte eigentlich noch hier einen Tisch. Hier ist aber keiner. Hier ist jetzt nur ein Mülleimer. Dann kommt jetzt einfach da mal hier die Loot Chest drauf. Und schauen wir mal rein. Ich gucke schon mal rein. Ich Idiot. Was haben wir hier? Ein T-Shirt? Nee, das ist gar kein T-Shirt. Guck mal hier. Jetzt lüge ich schon. Das erste Teil ausgepackt und ich lüge. Und, oh, das ist cool. Das ist nämlich was von Hobbit. Beziehungsweise nicht von Hobbit, von Herr der Ringe. Hab ich jetzt letztens mal halt angefangen, Hobbits zu gucken. Und das ist das hier eigentlich. Eine Schürze. Eine Schürze. Und wie ist das hier? Herr der Ringe. Da steht drauf, Auenland Speiseplan. Dann steht hier 7 Uhr Frühstück, 9 Uhr zweites Frühstück, 11 Uhr, 11 Uhr Imbiss, 13 Uhr Mittagessen, 16 Uhr 4 Uhr Tee, 17 Uhr Abendessen und 19 Uhr Nachtmahl. Jeder, der Herr der Ringe geguckt hat, weiß, wovon die Rede ist. Und zwar Pippin und Merin, glaube ich, war das, ne? Die reden dann darüber, dass der Aragorn wahrscheinlich diesen Speiseplan gar nicht kennt. Der kennt halt nur ein Frühstück, das war dann für den ein Apfel. Und dann fing ich, glaube ich, Pippin an. Aber er kennt doch das und das und das. Also hat er dann das hier alles aufgezählt. Und eine sehr lustige Szene, weil am Ende meinte dann Merin, nee, ich glaube nicht, dass er von all den Sachen etwas weiß. Oder irgendwie sowas, ey, weil das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Deswegen gucke ich jetzt auch aktuell wieder Hobbit und Herr der Ringe. Schön, eine Schürze, aber da fällt schon die Schere runter, aber ist mal ganz ehrlich, wer von euch trägt eine Schürze? Egal, ob es beim Kochen, Backen, Grillen. Also ich trage keinen, ich habe jetzt hier schon so ein paar Schürzen gehabt. Von diversen Sachen, auch eine so eine Joker-Schürze, also von wie hieß er nochmal, von Batman halt. Ich finde die Dinger lustig, aber wie sinnvoll das denn ist? Also ich brauche keine Schürze. Gut, ich koche und backe jetzt aber auch so viel. So, Loot Chest. Bei der Loot Chest fangen wir jetzt aber an mit einem T-Shirt. Und zwar haben wir hier ein blaues T-Shirt was ist das? Oh, das ist, das hatten wir selten. Das hatten wir selten bis noch nie drin gehabt, glaube ich. Das Müll einmal hier versperrt, ist egal. Warte mal, Final Fantasy, wenn ich mich nicht irre. Ist das nicht, oder? Halt. Doch, das ist doch. Das ist doch hier Squall. Squall? Hieß das Squall, ja? Aus Final Fantasy 7. 7 war es, meine ich, genau. Und das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Also, oder? Doch, das ist das Squall. Das ist doch hier sein großes, riesiges Schwert, was der hat. Das hier gefällt mir gerade richtig gut. Vor allen Dingen, es ist auch endlich mal ein blaues T-Shirt, so, ich habe schon wieder zumindest was, ein blaues T-Shirt und nicht wie so oft halt leider schwarze T-Shirts. Was haben wir denn jetzt hier drin? Ich wühle mal hier rum, hier ist noch was Weiches drin. Da müsste dann das hier ein T-Shirt sein und ja, was Komisches, was ganz, ganz Komisches. Machen wir einfach mal hier weiter mit dem T-Shirt und so, siehst du, haben wir doch hier schwarzes T-Shirt. Das sehe ich jetzt erst, Größe S. Wieso habe ich... Ich habe bei der Loot Chest Größe M. Wieso habe ich schon bei der Get Digital S angegeben? Ich bin im Moment zu fett geworden für S. Egal, was haben wir hier? Hier haben wir... Oh, das ist cool. Das ist aber allerdings cool. Was haben wir hier? Ich erkenne fast alle, glaube ich. Das hat alles was mit Vampiren zu tun, so ein bisschen. Oder mit überhaupt so mystischen Kreaturen. Ganz vorne stehen
Sam und Dean Winchester. Das ist, glaube ich, Buffy. Das ist eindeutig Blade. Das hier ist, denke ich mal, so ein Van Helsing. Den erkenne ich jetzt gerade nicht. Der ganz, ganz hinten mit dem Tattoo am Arm. Wer ist das? Den erkenne ich nicht. Auf jeden Fall finde ich das eine coole Sache, weil ich, bis auf das letzte zumindest mal, auch alle die Filme und oder Serien sehr, sehr gemocht habe, wie sie es immer noch mag. Ich habe mich sehr gefreut, dass auf Disney Plus, da läuft jetzt, oder schon seit längerer Zeit, kann man da auch die Angel-Serie gucken. Finde ich ja richtig cool. Und habe hier zu wenig, komm, das kommt jetzt mal hier hin. Das finde ich nämlich richtig cool, weil die Serie habe ich nämlich auch super gern gemocht. Das ist ein cooles T-Shirt. Bisschen blöd, dass es halt schwarz ist, aber Gott, mein Gott, ja. Hauptsache, es ist doch mal mit einem coolen Aufdruck. Was haben wir hier? Hier ist auch noch was Weiches drin. Komm, jetzt holen wir erstmal die ganzen weichen Sachen hier raus. So, was haben wir hier? Oh, nicht wackeln. Ich habe übrigens die Lootshots Plus, wie immer. Das heißt, hier ist ein Ab, die kostet halt ein bisschen mehr. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel. Ich bezahle für die im Jahresabo 25 Euro. Und da ist halt immer ein Artikel mehr drin als in der normalen Lootshots. Das ist jetzt aber nichts Spezielles für mich, weil ich ein paar Videos mache, sondern das kann jeder machen. Und was haben wir denn hier? Ein Handtuch, würde ich sagen. Es ist ein Handtuch, ein Marvel-Badehandtuch, ziemlich groß. Ein sehr, sehr großes Marvel-Badehandtuch. Das ist richtig cool. Das können wir gut gebrauchen, wenn man halt im Urlaub ist oder in die Sauna geht oder was weiß ich denn, wohin, wo man auch immer Handtücher braucht. Gut, man kann es natürlich auch zu Hause benutzen. Das halt, wenn man hier weiter. Ich gucke immer so ein bisschen rein hier. Das ist doch blöd. Wieso haben die hat das nicht so einen Deckel wie hier? Den kann man übrigens immer wieder zumachen. So, das fällt um. Ich habe zu wenig Platz hier. Will mich irgendwer einen tollen Tisch sponsern? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Das ist ja lustig. Lego-Steine. Es sind gar keine Lego-Steine, aber es sieht halt aus wie Lego-Steine. Mit einem Schlüsselband, da kann man natürlich einen Schlüssel dran machen. Und hier hinten, da kann man das jetzt gerade richtig gut sehen, da ist halt noch so ein Band dabei. Dann kann man die auch dann wirklich schon immer so dran klipsen. Das ist cool. Vor allen Dingen, ist mal ohne Flachs. Das habe ich schon öfter gesehen, sowas. Und habe mir immer so überlegt, ah, das wäre eigentlich eine ganz lustige Sache, aber dann doch nie geholt, weil ich für das, was es ist, fand es immer zu teuer. Aber jetzt hier in so einer Box drin, das finde ich geil. Und ich bin auch fest davon überzeugt, das werde ich auch nutzen, weil momentan habe ich nämlich für meine ganzen Schlüssel nur so eine kleine Dose, da schmeiß ich die halt rein, weil das funktioniert auch, warum denn nicht? Aber das hier hat irgendwie Style, wenn das dann halt auch dann wirklich so hängt. Ist halt dann die Frage, will ich jetzt aber nicht ausprobieren, weil wenn du so einen richtig schweren Schlüsselbund hast. Da. Einen richtig schweren Schlüsselbund hast, ob das dann auch noch dann wirklich so gut hält. Oder ob das dann wieder abfällt, man weiß es nicht. So, ich muss mir merken, das ist total doof gemacht. Hier ist die Box von der Get Digital. Da ist der Kram von der Get Digital, hier ist Kram von der Loot Chest und da ist die Loot Chest, jetzt eigentlich umgekehrt machen soll. So, was haben wir denn hier? Hier ist noch was Großes drin, was sich anfühlt wie etwas, was ich schon habe, also was ich halt sammle. Das hier ist eine Getränkedose, das kann ich jetzt schon sagen. Schade, dass der Maler nicht hier ist, weil der probiert immer den ganzen Scheiß, der dann da drin ist. So, was haben wir hier? Komm, wir holen jetzt erstmal das raus. Und zwar, das fühlt sich hier ganz, 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 ganz stark nach einem Funko-Pop an. Würde mich zumindest sehr wundern, wenn es keiner ist. Und wir haben einen Funko-Pop. Game of Thrones, Jon Snow, den Namen kenne ich sogar. Game of Thrones habe ich aber nie wirklich geguckt. Die meinen Kanal schon etwas länger verfolgen, die wissen das. Ich bin da nie reingekommen. Frag mich nicht warum, ist halt so. Macht ja nichts. Was haben wir hier? Das fühlt sich an wie so ein blödes Kartenspiel. Das ist ein blödes Kartenspiel. Ganz ehrlich, jetzt mal ohne Mist, diese Dinger hier, die sind der absolute Schrott. Warum soll ich ein blödes Kartenspiel sammeln? Ja, wenn man so ein stinknormales hat, das reicht vollkommen aus. Und außerdem spiel ich gar keine Karten. So, holen wir mal das Getränk raus. Das ist zwar jetzt nichts Richtiges, deswegen muss schon hier gleich zwei. Was haben wir hier? Race Drink. Tutti Frutti. Das klingt ja schon eklig. Diese Getränke und Essenssachen sind in der Lootshots halt immer umsonst. Deswegen kommt jetzt hier direkt noch was raus. Was haben wir hier? Etwas von Transformers. Es sind kleine Figuren mit großem Kopf, aber keine Funko Pops. Okay, es würde hier drin geben Soundwave, Starscream, Megatron oder Optimus Prime, Jazz oder Bumblebee. Ich weiß gerade gar nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Ist alles ein bisschen weiter weg. Mir fehlt mein Lakai, der nach vorne läuft und dann alles zeigt. Das ist doch blöd. Egal, macht nichts. Komm, machen wir es mal hier auf. Guck mal, wen will ich denn haben? Eigentlich ist das mir vollkommen egal, weil ich die alle hässlich finde. Aber wenn ich euch mal einen aussuchen darf, dann nehme ich Starscream. Warum? Einfach nur so, der sieht oft wenigstens nicht ganz so beschissen aus wie der Rest. Okay, kommen wir mal. Und wir haben.
Den haben wir. Wir haben Megatron. Okay, warum nicht? Kann man machen. Ist es zumindest mal der Anfang, aber ganz ehrlich, jeder wie er will. Jeder wie er will, jeder kann sammeln, was er möchte. Mit meinen Funko Pops, ich habe schon von ganz vielen Leuten gehört, dass die Dinger scheiße sind und die Leute mögen nicht, ist ja auch okay. Aber ganz ehrlich, das kleine Dingsbums hier, das werde ich mir nicht in die Bude stellen. Das ist jetzt so eine Sache, die wird entweder verschenkt oder wenn ich mal wieder auf einen Flohmarkt gehen sollte, kommt das mit in so eine Krabbelkiste für 20 Cent oder so und dann ist gut. So, jetzt machen wir hier weiter. Dann haben wir denn hier, oh, das ist so etwas Großes. Was Großes? Ein Stift! Ein Super Mario. Ach, wie hießen diese Geister? Einfach mal Buh. Ich hab vergessen, wie die Geister hießen. Ein Stift. Ob das ein Radiergummi ist? Ich weiß es nicht. Ich finde, ist aber auch. Das ist ein Kugelschreiber. Ich brauche die Arbeit auf Kugelschreiber, aber den nehme ich nicht mit. Das wäre eigentlich jetzt mit mir. Mich würde interessieren, was das hier für Material ist. Aber das hier ist ein wunderbares Teil, was ich gern verschenken würde. Jetzt nicht an euch. Ah, vielleicht schon. Abwarten, ja? Ich mache hier immer mal wieder so. So Boxen, die ich dann hier verschenke. Meistens zwar eher zur Weihnachtszeit, aber schauen wir mal. Und nee, ich muss hier die weiter machen. Aber das ist halt so eine Sache, die benutze ich nicht, aber die verschenke ich gerne. Was haben wir jetzt hier? Hier ist nur noch eine Sache drin. Ich schluck's mal kurz rein. Ja, noch eine Sache und zwar haben wir hier Schülerstifte. Guck mal hier. Stift in der Loot-Chest. Jetzt haben wir hier Bleistifte drin von Akte X. Und auf denen steht sogar was drauf. Laut der Packung zumindest. Wenn ich die Verpackung aufkriege. Ah, so. Na, Moment. Ich hab's gleich. Die muss ja noch spitzen. Die muss noch spitzen. Ich besitze gar keinen Spitzer. Ich besitze wirklich keinen Spitzer. Das ist doch doof. Ist egal. Steht denn hier drauf? Ich meine, es sind unterm Strich stinknormale Bleistifte. Und da steht dann halt hier drauf. The truth is out there. I want to believe. Trust no one. Und that's why they put the I in FBI. Keine Ahnung, ich habe Akte X als Kind gesehen, aber ganz ehrlich, als Erwachsener, das ist extrem wenig hängen geblieben. Ich habe keine Ahnung mehr, was da alles in der Serie so vorgekommen ist. So, was haben wir jetzt noch hier? Hier ist dieses kleine Tütchen noch, wo halt immer irgendein Krimskrams kommt. Also hier ist noch so drei, vier Sachen drin. Was haben wir denn hier? Nochmal so ein... Das wackelt... Oh, das ist lustig. Man braucht kein Mensch, aber das ist lustig. Und zwar, oh Gott, wie heißen diese kleinen russischen Figürchen, wo eine große drin ist und in der großen ist eine weniger große und dann nochmal kleiner. Und das hier ist was. Das finde ich lustig. Und das sind eigentlich immer, oh, guck mal hier, da haben wir vielleicht sogar mal Glück und was Besonderes. Und zwar laut Verpackung sind es immer vier Stück. Allerdings, könnt ihr das sehen, da unten, links. Wie was gesehen, links. Da ist noch so eine kleine 50-Figur dabei. Und hier, da könnte auch noch so eine kleine 50-Figur dabei sein. Also entweder das mit Kylo Ren oder das mit dem Rancor. Und dann, ach, ich erkenne jetzt aber gar nicht, was die kleine Figur hier sein soll. Das ist dieser komische, fiese Droide bei Kylo Ren. Und das andere ist, ich brauche eine Brille, Leute, glaube ich. Ich habe gestern, ich bin halt momentan wieder was an meinem Motorrad am Basteln, so eine Halterung für eine neue Lampe. Ganz viele Leute hässlich finden, aber ich finde es so cool. Das ist halt so eine Doppellampe. Zeige ich euch alles. Oder auf Instagram. Entweder hier oder auf Instagram. Einfach überall folgen. Und bei so einer Schraube. Ich so, warum passt denn dieser Torx hier nicht drauf? Guckt euch, kein Torx da gewesen. Und dann war ein Bekannter von uns hier. Und der war mit seinem Firmenauto da. Und macht halt auch was Handwerkliches. Ist so, hier hast du dafür den passenden Torx bei dir im Auto. Und der guckt, hat übrigens auch eine Brille. Der guckt mich an und meint so, da kommt ja auch ein Imbus rein. Ich so, was? Guck ich mal drauf und mal genau. Ich hab's nicht erkannt, dass da kein Torx ist, also das Sternförmige, sondern ein Imbus reinkommt. Ich bin jetzt 35. Ja? Ich bin halt keine 20 mehr. Da tun dann auch mal die Augen ein bisschen nachlassen. Was willst du machen? Egal. Das hier erkenne ich noch. Star Wars. Und ich hoffe ja. Obwohl, was gab's denn noch so? Es ist auch, oh nee, ganz ehrlich, ich will das lieber mit General Grievous haben. Weil dann kommt der Darth Maul, dann kommt Jango Fett und dann kommt noch der Sidious? Nee, ach Gott, ich hab den Namen vergessen. Count Dooku, genau. Und das wäre am coolsten. Am beschissensten wäre eindeutig das mit
wenn das große der Geist von Obi-Wan ist, weil dann haben wir hier. Das ist auch bescheuert, nee, das ist das doof. Das wäre richtig geil. Und am bescheuersten wäre auch noch Han Solo in Carbonit. Die zwei hätte ich am allerwenigsten. Und bestimmt habe ich eins von denen. Das ist auch blöd. Gucken wir erstmal rein, bevor wir hier am Meckern sind. Ne? Wir sehen ja immer noch nichts. Ah, ist das aus hier? Was haben wir hier? Oh, wir haben Chewbacca. Chewbacca. In einem kleinen Plastikding. Was wäre denn hier? Chewbacca, dann haben wir Rey, dann haben wir den Luke Skywalker als alten Mann und ach, diesen komischen, wie sind diese komischen Vögel da? Aus dem einen Teil, ich weiß es gar nicht mehr. Egal, zeig schon mal. Das hier ist jetzt Chewbacca. Den mache ich auf. Dann haben wir dann hier Rey. Und sie fällt auseinander. Sie fällt auseinander. Ah ne, halt, sie fällt nicht auseinander. Man muss die anderen Dinge erstmal richtig machen. Na, ist egal, komm. Warum? Leute, das ist doch bescheuert. Ja? Da denkt man, man hat hier was zum lustig auspacken, aber nee, man muss es erst einmal auspacken, um es dann wieder richtig zusammenzumachen. Was ist denn das? Das kommt doch alles zusammen. Gott, das ist doch hier, das kommt da rein, dann kommt hier so. So, zack. Dann kommt der. Bestimmt nur, damit die Verpackung nicht so, obwohl das macht gar keinen Sinn. Wieso ist das denn so blöd reingemacht? Das enttäuscht mich jetzt. Schon ist das ein Kack-Gegenstand. Machen wir nur neu. Chewbacca. Rey. Ich komme schon gar nicht mehr auf den Namen. Luke Skywalker. Und dieser komische kleine Vogel, ja? Ah, hätte so lustig sein können, wenn es richtig zusammengebaut gewesen wäre. Ach, komm mal hier. Nur Enttäuschung. Alles Enttäuschung. Egal, machen wir weiter, weil ich glaube, hier war nur noch ein bisschen was drin. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Liquid Lava Putty. Metallic Molten Gold. Okay, das klingt irgendwie ekelhaft. Moment. Bin ich jetzt mal gespannt. Was ist denn das hier? Ist das dieser komische flüssige Sand? Ist es das? Ich muss halt aufpassen. Zum Glück habe ich hier schon das Handtuch. Aufschrauben? Hier. Okay, was ist denn für eine Sauerei? Kann man einfach so raus. Das ist. Irgendwas kommt man damit machen. Irgendwie muss man den ins. Kommt man den ins Wasser tun? Dann ist der quasi unsichtbar und dann holt man den raus und dann ist der wieder Sand. Alles geil, da muss ich mal die Gebrauchsanweisung durchlesen. Was haben wir hier noch drin? Jetzt kann ich mal kurz hier reinluxen. Nichts mehr Großartiges, sondern hier. Bewertungssticker. Zeige deine Bewertung offline. Okay, also bei der Get Digital, die haben immer mehr Items drin, aber halt auch viele so kleine Quatsch-Items, sag ich mal, wie jetzt hier so Sticker. Obwohl, das ist natürlich lustig. Okay, es sind wirklich richtige Bewertungssticker. Guck mal hier, mit 1 bis 5 Sternen. Was haben wir denn hier? Mit 3 bis 5 Sternen. War früher besser, gefällt mir irgendwie nicht mehr. Das Produkt ist super, ich ziehe doch einen Stern ab, falls ich doch noch ein besseres finden sollte. Was ist das denn für eine bescheuerte Bewertung? Entweder das Produkt, was ich habe, das ist gut und tauglich für meine Zwecke oder nicht. Und nicht, ja, ist gut, aber vielleicht finde ich ein anderes, also ist das erstmal nicht so toll. Was ist das denn für eine Argumentation? Das Produkt ist okay, aber der Verkäufer ist ein Idiot, das kann man so sagen. Top-Verkäufer, jederzeit wieder. Eigentlich gut gemacht, aber es bleibt irgendwie ein bitterer Nachgeschmack. Je nachdem. Hab noch nicht ausprobiert, sieht aber gut aus. Das ist auch geil. Ja? Und dann eine 5-Sterne-Bewertung. Ich weiß nicht, was das ist, aber könnte geil sein. Ich gebe mir direkt mal 5 Sterne. Nein, könnte aber auch kacke sein. Oh, hier, nee, halt. Hier gibt es natürlich auch noch ganz, ganz schlechte Bewertung. Ist das auch als Doppelblatt, damit ich es euch direkt zeigen kann? Nein, natürlich nicht. Das jetzt nicht. Das ist auch blöd. War das denn? Kann man lesen? Doch, das ist dasselbe. Dann gibt es hier noch ein anderes. Nicht zu empfehlen. Tolles Produkt, aber die Kosten sind einfach so hoch. Habe es als Geschenk gekauft, kann nichts dazu sagen. Das ist geil. Nicht zu meckern, kann mich nicht beschweren. Und dann aber nur einen Stern, das gibt's auch wie oft. Ist mir einfach zu billig. Ja. Tolles Produkt, funktioniert einwandfrei. 3 Punkte Abzug wegen zu später Lieferung. Das finde ich immer doof. Weil der Hersteller vom Produkt, der kann ja in den seltensten Fällen was für die Lieferung. Ja. Oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Und dann gerne abzuziehen, weil es zu lange braucht, das finde ich immer bescheuert. Das macht man nicht. Das sind die Loot-Häftchen, mehr ist hier nicht drin, aber wir haben ja hier noch unsere kleine Tüte. Was haben wir denn oben? Hier, dass hier wieder was zu essen drin.
Mais-Snack. Honig Roasted Smack steht hier. Nicht Snack, sondern Smack. Corn Snack. Okay. Das sieht irgendwie so also ein bisschen aus wie so die Kellogg-Smacks. Ne? Sieht auch ganz cool. Ja, noch ein Button. Es ist immer irgendein Button dabei. Das war. Was? Ich hab gerade irgendwas geknüllt hier, glaube ich. Die Deutsch. Das war's. Erstmal der Button. Was haben wir hier? Das könnt ihr nicht sehen. Ich komme jetzt auch anschauen von Lot. Ich bin zugebaut. Da steht, dass der Mikrofon schon da. Hier ist ein Tisch, da ist ein Tisch, da ist ein Mülleimer. Ja. Und ich habe gerade keinen Bock aufzustehen. Ebenso ist einfach glauben, falls ich es halt nicht sehen konnte. Das ist ein Facehacker, der ein Schild in der Hand hält, wo drauf steht Free Hugs. Haha, lustig. Das möchte ich jetzt mal probieren. Kommt selten vor. Aber ich möchte jetzt mal was probieren, was in so einer Box ist. Und oh, das riecht gut. Und es sieht wirklich ein bisschen aus wie Kellogg's Snacks. Nur ein bisschen größer halt. Und es sieht halt auch wirklich aus wie so Maiskörner. Ja, ob das jetzt auch wirklich Maiskörner sind, weiß ich nicht. Ja, vollkommen egal. Schmeckt gut. Ja. Schmeckt halt wie salzige Chips. Bin lecker. Trotzdem. So, was haben wir hier? Genau, zum Start das Ding jetzt zugestellt. Geil. Und da haben wir jetzt noch unsere. Oh, guck mal hier, ich hab was gegessen. Tut mir leid. Hier war noch eine Postkarte drin. Mit einer Miezekatze. The Legend of a Kitty to the Past. Achso, das sehe ich jetzt erst. Das ist cool. Das ist eine Zelda-Katze. Guck mal da. Mit einer Ocarina ist da. Da ist noch das. Ach, ich hab vergessen, wie das Schwert heißt. Ich bin doch doof. Und dann wird er mal fällt um. Das Master-Schwert, so hieß das. Gucken wir erstmal in die Lootchests rein. Vor allen Dingen würde ich gerne wissen, was hier das Plus-Item ist, weil so doll waren jetzt die Items nicht aus der Lootchest. Obwohl ich sage, das Plus-Item ist das Badehandtuch. Schauen wir doch mal. Und zwar. Ich warte übrigens immer noch darauf, auf die Lootchest Ultimate. Aber die konnte man immer noch nicht vorbestellen, soweit ich weiß. Zumindest halt die letzte. Weil die haben irgendwie immer noch mit der vorletzten immer noch Probleme, glaube ich, mit der Lieferung. Ach, habe ich auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Vielleicht habe ich es auch auf der verpasst. Was soll das denn eigentlich sagen? Genau. Herr der Ringe. Da steht hier, steht es auch noch. Erst mal gucken. Nein, ich bin mal wieder nicht dabei auf dem Bild hier. Da steht auch auf Hold. Ja, ist noch nicht draußen. Wollte ich mir aber holen. Die Herr der Ringe Lutsches Ultimate. Aber man kann und darf sie noch nicht bestellen. Ist egal. Oh. Das hier war nicht das Plus-Item, so viel kann ich sagen. Also es gab hier drin das T-Shirt, was ich cool finde. Das finde ich sogar besser als das von der Get Digital. Dann die kleinen Transformers-Dinger hier, die Bleistifte, die ich höchstwahrscheinlich gleich in den Müll schmeißen werde. Das. Und das Plus-Item war tatsächlich ein Game of Thrones Funko Pop. Hier sind jetzt halt nur zwei abgebildet, der Jon Snow und die Arya Stark. Ob es noch andere gegeben hätte, weiß ich nicht. Ist mir auch egal, weil wenn es halt echt dann nur ja, der Ringe, wollte ich gerade sagen, Game of Thrones war, dann hätte es mich halt eh nicht so interessiert. So, jetzt kommen wir zu der Get Digital. Ein wunderschönes Cover, finde ich. Ein sehr, sehr schönes Cover. Hier war dieses Spider-Man drauf, hier sind die Hobbits drauf, hier ist noch Darth Vader und Luke Skywalker drauf, die schon um einen Donut streiten. Also, allein vom Cover her hat die Get Digital gewonnen. So, dann schauen wir doch mal hier rein. Wir haben hier die Schürze drin gehabt. Okay, wird. Die ist lustig, aber ich benutze sie nicht. Das T-Shirt, was ich toll finde, das T-Shirt heißt Vampirjäger. Steht hier dabei. Was ist das für. Ah, guck mal hier, deswegen wird das nicht. Das ist der Edward aus Twilight. Deswegen habe ich das nicht erkannt, weil ich Twilight nie gesehen habe. Okay. Nee, stimmt gar nicht. Moment. Supernatural, Buffy, Grimmiger Blade. Van Helsing, Seth Gecko from Dusk. Ah, from Dusk Till Dawn. Okay, ja, jetzt erkenne ich ihn auch. Aber ich wäre jetzt ums Verrecken nicht mehr auf den Namen gekommen von dem Kerl. So, dann hätten wir hier noch Matroschka. So heißen die Dinger. Matroschka-Puppen. Lustiges Ding. Klemmbausteine. Keine Legos. Klemmbausteine. Schlüsselanhänger. Dann der Spider-Man. Das Kartendingsbums. Bewertungssticker. Dieses komische Zeug hier, das gab es einmal in Silber und einmal in Gold halt, was ich habe. Ha, ich habe das Gold, das ist besser. Dann das Super Mario Buu, ha, hieß doch wirklich so. Der Buu-Stift, dann die
Die Snacks hier, okay, alles lecker gewesen. Also als lecker, die Snacks, die waren echt lecker. Aber stand jetzt nicht, nur, das steht auch eigentlich mal dabei, was das Upgrade war. Ah, hier! Das war das Upgrade. Wollte ich das haben? Thor Loki. Okay, dann hätte es halt hier so zwei kleine Figuren gegeben. Zum Glück habe ich dieses Upgrade nicht geholt. Und bei der nächsten wird das Upgrade Doom. Das wollte ich auf gar keinen Fall, weil ich mit Doom noch nie was wirklich anfangen konnte. Aber das macht ja nichts. Nur so nebenbei. Das habe ich mir geholt. Das Team BioNTech T-Shirt. Ja, Impfen habe ich, beziehungsweise kriege ich jetzt nochmal eine zweite Impfung nächste Woche. Erste gut vertragen, Dankeschön der Nachfrage. Ja, jetzt haben wir hier die beiden Boxen ausgepackt. Wie immer ist Naked Digital halt mehr drin. Und in den Items her fand ich auch dieses Mal die Get Digital ein bisschen besser als die Loot Chest, weil das T-Shirt bei der Loot Chest für mich ziemlich viel raushaut und das ist halt auch was sehr Praktisches. Ich habe vielleicht vor, meinen nächsten Urlaub mal irgendwo zu verbringen, wo auch Wasser ist, also mit Meer und Strand. Ich weiß noch nicht, aber erstmal muss ich auch wieder in den Urlaub halt fahren können, weil, tut mir leid, Nordsee habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock an die fucking scheiß Nordsee. Schlimmste, muss ich noch erzählen, schlimmste Kindheitserinnerung, an die ich mich erinnern kann. Kleiner Flo, Grundschule? Ne, ich glaube, da war ich in der 5. 6. Klasse, irgendwie so. Eltern sagen, hey, wir fahren ans Meer. Ich war voll begeistert. Ich kannte das Meer ja nur aus Filmen oder auch aus Serien. Also sind wir an die Nordsee gefahren. Jetzt frag mich nicht mehr, welchen scheiß Kuhdorf-Ort. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wir kamen da hin, nach stundenlanger Fahrt. Mein Vater, wir waren erst im Haus und ich wollte auch unbedingt ans Meer. Ich hab da schön hin, ja, mit Wellen und blau und geil und ja und so. Wir kommen da hin. Mein Vater packt unten an den Deich. Ich steig aus. Ich renne diesen Deich hoch, weil ich wollte unbedingt das Meer sehen. Und was sehe ich? Ich war ja noch sehr, sehr jung. Nichts. Nur brauner Matsch. War gerade Ebbe. Ich wusste nicht, dass sowas existiert zu diesem Zeitpunkt als Kind. Ich wusste nicht, dass es Ebbe und Flut gibt. Ich kannte das nicht. Erste super Enttäuschung. Dann jemand Stunden später kam das Meer zurück. Zweite super Enttäuschung. Das Meer war nicht blau, sondern einfach, als ob dort einer Dünnschiss reingeschissen hätte. Ja? So. Zweite Enttäuschung. Dritte Enttäuschung. Du rennst in das scheiß Meer rein und dir verätzen die Augen. Du schluckst dieses salzige Wasser runter und kotzt es direkt wieder aus. Nein. Wir waren danach nochmal an der Nordsee. Ich hatte damals schon keinen Bock mehr gehabt auf die Nordsee. Und als Erwachsener so oder so nicht. Ich mag das Meer. Ich finde das Meer toll. Ich war in anderen Orten auf der Welt, war ich schon am Meer. Das war geil. Da war auch das Meer auf einmal blau und so wie es aus dem Fernsehen kennt. Aber ganz ehrlich, wenn wir dann an die scheiß Nordsee fahren, wo das Meer weg ist und wenn es kommt, ist es braun. Was soll das? Wer will denn dahin? Ich nicht mehr. Mir egal, wenn ihr das wollt, dann seid ihr doof. So, jetzt habe ich es gesagt. Ja? So, dazu schlimmste Kindheitserinnerung. Ist natürlich positiv, weil das meine schlimmste Kindheitserinnerung Matsch ist. Aber hey, okay. Da gibt es natürlich Schlimmeres. Ist egal. Ja, welche Box hat denn für mich gewonnen? Ich kann es gar nicht sagen dieses Mal, glaube ich. Ich finde das T-Shirt aus der Box geil. Ich finde diesen praktischen Gegenstand von der hier toll. Ich finde bei der Get Digital aber das hier toll. Ich finde das hier lustig. Die Sticker brauche ich nicht. Das wird verschenkt, das trinke ich nicht. Das T-Shirt, das werde ich auch zwar anziehen, aber finde ich halt nicht so toll. Das hier werde ich nicht benutzen. Diese Knete hier aber auch. Die werde ich auch nicht benutzen. Was soll das denn? Ja. Das sind so Sachen, die verschenke ich. Ganz einfach, aber ist auch okay, dann haben andere was von. Ist auch schön, ich bezahle und andere freuen sich. Was willst du mehr? Ist egal, ja? Ja, ich glaube, das Video geht schon wieder viel zu lang. Ich sag mal, danke fürs Zugucken. Habt noch ein wunderschönes Wochenende. Und schreibt mir doch mal, was nie einer tut, glaube ich. Welche Box ihr besser fandet. In dem Sinne, macht's gut. Ja, tschüss. Zum blödes Abschied. Tschüss. Blöder Abschied. Kann ich mir reden. Macht's gut. Tschüss, ich muss gehen.